Du kannst Pokébälle dekorieren, indem du Sticker an ihnen befestigst. Oh, du hast keinen Stick-Punkt-Koffer. Nun, hier bitte. Wähle zunächst die Option Ballkapsel im Menü deines PCs. Wähle dann eine Kapsel und befestige an ihr die gewünschten Sticker. Und danach bringst du die Kapsel an einen Pokéball an. Wenn ich nur Sticker hätte. Okay, hier ist eh nichts mehr. Dann gucken wir kurz mal auf die Karte. Da. Da geht's nach Elysis und da geht's nach Schleierde. Und da nach Weideburg. Ich glaube, nach Schleierde ist der Weg erstmal kürzer. Tada! Oh, wir sind Ruinen. Gut, hier ist ein Schutz. Hallo? Irgendetwas ist komisch an diesen Ruinen. Deswegen komme ich so gerne hierher, aber... Komm nachher zu meinem Haus, zeig mir ein interessantes Pokémon und ich werde dir schöne Sticker geben. Ich sehe gerade nur Steine. Oh, und ein Trainer. Hier wimmelt es nur so von Inkognito. Das muss eine Ursache haben. Die Wahrheit ist da draußen. Ein Kampf gegen dich wird zum Anfang der Suche. Ich habe hier noch gar keine Inkognito gesehen. Ruinmaniac Rolf mit einem Kleinstein. Level 20. Nein. Bronzel. Schwebe. Hätte ich ja dran denken können, ne? Kappa.
Ich hasse diese Verwirrung. Komm, wir nehmen es noch mit. Und Stavia bekommt alles. Die Suche darf hier nicht enden. Ein Fluchtseil. Halt. Erst noch die eine Richtung. Gut, hier ist nichts. Da ist nix. Hier ist ein Incognito. Incognito E. Nochmal. Bam. Bam 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 bada da dam. Incognito, das Symbol-Pokémon. Es scheint, als ob diese Pokémon per Telepathie miteinander kommunizieren. Sie sitzen in Wänden. Halt, erst andere Richtung. Verwirrung. Okay. Du weißt nicht mehr, wo ich herkam. Ich glaube, von da. Komm ich von hier? Ja. Von hier kam ich. Das sind Bälle. Hier ist ein Stein. Hier ist auch ein Stein. Die Bälle regeln. Freundschaft. Alles Leben rührt anderes Menschenskinder. Leben um etwas Neues und Leben lebendiges zu erschaffen. Okay.
Eine schwierige Geburt gerade. Nugget. Sonderbonbon. Die Hirntafel. Da ist was eingraviert. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Und Schrägrauch. Falsch. Falsch. Ich wusste, dass es falsch ist. Moment, da war ja auch noch eine Tafel, ne? Mit Schrift. Oben rechts. Unten links. Oben rechts. Oben links. Oben links. Unten links. Ja. Wäre natürlich einfacher gewesen. In welchem Haus wohnt er jetzt? Hier noch Personen. Wenn du einen Schutz verwendest, bleiben schwache Pokémon dir fern. Das ist hilfreich, wenn du sehr schnell irgendwo hinreisen musst. Jemand gab mir einen Stickpunktkoffer. Aber hier kann ich keine Sticker kaufen. Ja, das ist schlecht. Stickerkoffer. Das Haus? Nein. Das Haus auch nicht. Ist ja immer so. Man geht in 5000 Häusern. Das 5001. ist es dann erst. Du wohnst hier nicht, oder? Oh, habe ich hier noch ein Haus übersehen? Nö. Ich habe hier noch einen Baum übersehen. Oder hier war ein Item und das habe ich schon geholt. Das kann natürlich auch sein. Beim letzten Mal. Hier ging es nicht weiter. Ich kann ja nur nach oben. Ja, genau, und dann ein bisschen. Bisschen nach rechts. Route 210, Trustu. Also, erstmal sind hier wieder Bären. Nein. Gummibären. Und Sananabian. Hallo. Meine Pokémon sind durch die Arbeit auf der Farm stärker geworden. Ich bin richtig stolz auf sie. Und meine Stimme wird langsam, mein Hals, meine ich, wird durch den ganzen Sprechen langsam trocken. Farmer Anton.
so Griffel. Ist ein Normal-Pokémon gewesen. Jetzt ist es weg. Girafarig. Das ist ein normal Psycho-Pokémon. Und das kriegt jetzt den Biss ab. RIP. Enton. Das ist ein Wasser-Pokémon. Jetzt kommt wieder Griffel. Haha. Farmer Andorn besiegt. Haha, auf deine Pokémon kannst du dich wirklich verlassen. Zum Glück. Hab ich schon. Solange es eine Straße gibt, werden wir weiterrennen. Nein. Solange ich im Gras rumrenne, werde ich verkacken. Kleinstein. Ich ruhe mich jetzt aus. Wäre ich ein Vogel-Pokémon, würde ich Ruheort verwenden. Haha. du solltest auch schlafen. TM 51 erhalten. Wenn sie immer flögen, würden Vogel-Pokémon irgendwann abstürzen. Das ist richtig. Doppelkampf. Hohoho, ich zeige dir schon, wie gut Doro und ich zusammenarbeiten. Wenn mein Pokémon bei mir ist, kann ich sogar ein bisschen faulenzen. Ja. Mädel und Papa Doro und Max. Mit einem Skunkapoo und einem Charmian. Biss. Und, Biss. Ich habe auch so den auf zurückgedrückt. Ich sollte Rasierblatt einsetzen, ne? Das greift ja beide Pokémon an. Reicht.